Kapitel 13 Buße. Auf dem Landsitz der Deruns haben Misa und Lukas herausgefunden, dass es eine Verbindung zwischen der Makula, Hugo und den Ratten gibt. Zurück im Chateau d'Ombrage lässt Amis. Hugo. Ja. Wo bist du? Das fing gut an, Leute. Damit willkommen zurück zu A Plague Tale. Hugo ist letzte Folge verschwunden. Das ist der. Und ja, ich habe zuerst eben gedacht, wir machen so einen kleinen Traumtrip. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Wo ist deine Schwester? Hm? Ich weiß es nicht. Ha, das gäbe nochmal eine schöne Prämie obendrauf. Ihr wart das. Diesmal entkommt ihr mir nicht. Ja. Ist klar, ne? Ist klar. Ich habe auch nur einen Stein. Sag mal das nochmal jemand. Das wäre nett gewesen. Das ist er. Ich will nach Hause. Hugo. Lass mich gehen. Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Wo ist deine Schwester? Hm? Ich weiß es nicht. Ja, das gäbe nochmal eine schöne Prämie obendrauf. Oh, lacht nur, solange ihr noch könnt. Dankeschön. Na, wen haben wir denn da? Amicia! Ich bin hier. Das ist er. Ich wette, das ist er nicht. Das ist er nicht, ich wette. Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein. Aber warum bist du davongelaufen? Ich hab Mama gehört, sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein, nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Ja. Sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Ich wette, also ist er es jetzt oder ist es immer noch ein Traum? Ich bin mir nicht sicher. Wir können doch die Pferde nehmen. Das wäre doch viel einfacher. So. Laufen wir überhaupt in die richtige Richtung? Ich habe keine Ahnung. Mama? Amicia, das ist Mama. Ach, was? Nee. Es kommt von da drüben. Ach nee. Kinder! Ich komme, Mama! Komm zurück! Ach. Traumwelten sind immer Kacke! Mama, wo bist du? Nein, Hugo! Da, sie ist da drin! Mama! Ja, okay, jetzt! Nein, nein! Jetzt bin ich mir sicher, dass wir definitiv in der Traumwelt sind. Ich komme, wo bist du? Das ist das. Mama, Hugo! Mama, ich ist das jetzt, die Frage ist jetzt, ist das Ganze die Makula, die jetzt aus ihm spricht oder nicht? Ich habe es für ihn getan und ich würde euch wieder töten. Ich würde euch alle töten. Oh nein, ja. Nicht sie. Nein. Hugo, bist du das? Da kommt jemand. Ich bin Hugo. Mama, nicht bewegen. Ich komme. Auf dem Weg. Was tust du hier? Komm her! Das nein. Ist doch kein Ort Signor für ein Nicola. Kind. Fass sie nicht wo an! Wo ist deine Schwester? Nein, Hugo! Meine Schwester? Weg oh, von ich ihr. Höre jemanden. Es ist niemand da. Komm. Gehen wir. Gehen wir zu deiner Mutter. Alles klar. Hugo! Hugo, nicht! Sie werden! Kapitel 14, Blutlinien. Okay, also war das jetzt ein Traum? Oder was davon war ein Traum, was war nicht ein Traum? Wer ist denn der Kerl? Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle, nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Sauer, lange keine Sonne mehr gesehen, der Typ.
Also er kann jetzt nicht hier spielen als Ego. Ha, Tatsache. Ich muss Mama finden. Warum ist in dem Regal keine Rückwand drin? Hä? Was ergibt das für einen Sinn? Gott, der bewegt sich komplett anders als im Amicia. Finger weg von harten Drogen, Leute. Nee, ich glaube, ist das die Makula jetzt, die sich meldet? Die durchschlägt, durchgreift? Der bewegt sich viel, viel flinker als Amicia, sag ich mal. Ganz ehrlich hier. Das ist jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Bald. Menschen der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Moment, was ist das? Heiße. Lies mich nicht. Lies mich nicht. Komm, verpiss dich. Piss dich. Nichts zu berichten. Sehr schön, genau. Abmarsch. Wo muss ich lang? Hoho, der schaut da. Wo muss ich denn jetzt lang? Sehr riskant, was ich hier mache, nicht wahr? Was? Ego wurde entdeckt. Aber wo muss ich denn lang? Finde Beatrice. Ja, okay, ich soll die Mutter finden. Ich kann ja nur da lang. Weil woanders ja lang kann ich ja nicht. Das ist jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Bald. Menschen, Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Nicht lang. Muss ich jetzt da lang, wo der Typ herkommt, oder? Ich weiß es nicht. Piss dich. Oder wo muss ich lang? Keine Ahnung. Aha. Das war mehr als geraten als alles andere, aber auch gut. Sind da Leute? Oh, das ist ganz schön groß. Wo ist Mama? Wahrscheinlich irgendwo im Kerker oder so. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Das ist schön gesagt, Kumpel. Sehr schön gesagt. Moin. Keine Ahnung, wo ich lang muss, Leute. Absolut keine Ahnung. Da kommt jemand. Was war das? Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent, aber die Menge des rohen Episanguis schrumpft. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Opfer. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab. Guck einmal rein und dann ist das auch beendet. Ego hat so eine bescheuerte, blöde Sicht, ne? Mit ihm sieht man halt. Der Körper des Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Recht wenig. Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Also der Großinquisitor wurde jetzt gebissen von den Ratten? Okay. Vorsicht! Ah! Das kann nicht sein. Ha! Vorsicht ist besser als Nachsicht. Oh. Verpiss dich! Verpiss dich! Geh weg. Also, geh weg. Nichts Außergewöhnliches.
Ja. Exakt. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich gehe hoch. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Normal sind Gefangene doch immer irgendwo im Keller. Ich habe keine Ahnung. Hey, da unten. Das Destillat verdickt. Hä? Es sieht so aus, als wäre da drüben etwas. Genau da. Ist dich. Warte, bitte, bitte. Geh weg. Geh weg. Pfui. Nichts. Ja, genau. Ja, genau. Geh. Geh weg, Bruder. Keine Ahnung. La 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 la. Weg, 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 weg. 20 Fässer. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich. Hat sich da etwas bewegt? Ich muss näher. Er hat doch auf sein Fässchen geguckt da. Das kann doch nicht sein. Sorry, Leute, für die kurze Unterbrechung. Ja, arbeiten ist schwer, ne? Komm, 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 komm. 20 Fässer. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glaube beschützt ihn. Er schützt uns alle. Glaube, ne? Was? Das kann ich. Was war? Wie soll ich denn da vorbeikommen? Hä? Hey, da unten! Das Destillat fällt. Sein Glaube. So. Keine geschafft. Angst. Und durch die Stadt patrouillieren soll. Bist du auf der Liste? Ja. Ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Komm, 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 komm. Bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Bisses. Das wird ein Fest. Das wird ein Fest. Komm schon, komm schon. Sei mutig. Komm. Wie soll ich da vorbeikommen? Der hat auch Scheuklappen an, der Typ, ne? Der hat auch Scheuklappen an. Sehr gut. Keiner hat dich gesehen. Wie Melly. Ah, Iko muss mal verlieben. So. Er versteckt mich. Verfluchter Episanguis-Dampf. Werde noch blind von dem Zeug. Ganz sicher. Verdammt. Na komm. Mal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 
Leute, Leute. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Vielleicht sogar ein Abo. Ciao, Leute.